Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retro-Fieber-Folge. Ja, wir spielen wieder was auf dem Mega Drive, wie ihr seht, von Sega. Wir spielen das schöne Spiel Rystar. Ich finde es echt cool gemacht, kam leider erst sehr spät raus. Es ist aber doch ein wenig schwer gewesen. Also, schauen wir einfach mal rein. Ich hoffe, ich schaffe ein paar Level, damit ich euch auch ein bisschen zeigen kann. So, ich war nicht im Bild drin, musste ich mal kurz klicken. Ja. Options, können wir noch was umstellen? Normal, hart. Gute Auswahl, bleiben wir doch mal auf normal. Ja, den Rest lassen wir einfach mal so. Ja, und dann starten wir. Round 1. Planet Flora. Lass mal kurz gucken. Springen und greifen können wir, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir noch was anderes können. Nein, ich glaube nicht. Aber das reicht dem Tierchen ja auch schon. Ich weiß gar nicht. Ja, ein kleines Sternengesicht ist es. Ist auf jeden Fall süß gemacht. Oh. Was ist das? War das ein Continue oder neben? Ich habe keine Ahnung. Es kam vom Himmel gefallen. Ich muss auch noch mal ein bisschen gucken, wie wir hier überall hinkommen. Was war das? Ein Hase? Hier über mir ist irgendwas, aber ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme. Punkte können wir sammeln. Was heißen die Sterne denn nochmal? Also 5 sind, glaube ich, die Leben da unten. Oh. Ich wollte nicht runterfallen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch was haben. Da war was. Aber es ist explodiert. Daher wollen wir das, glaube ich, nicht haben. Okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Dann lassen wir das mal. Und dann gucke ich vielleicht nochmal oben, ob wir da hinkommen. Ich weiß gar nicht, ob das geht hier. Kann auch irgendwie diagonal greifen, wie ihr seht. Aber das gelingt mir nicht sehr oft. Egal, ich will nach oben. Mist. Wahrscheinlich geht das irgendwie anders ein bisschen besser. Sorry dafür, aber ich will es hinkriegen. Wow. Und jetzt hier rüber. Nicht runterfallen. Ja, ich bin zumindest da oben hingekommen. Okay. Was haben wir gekriegt? Punkte. Mehr hat Punkte nicht, sorry. Ich will noch mehr. Okay, nein, da können wir auch noch hin. Ich muss es probieren. Vielleicht ist da ja was ganz Tolles. Wie kriege ich das nicht hin mit dem Greifen? Scheiße, ich hätte schon rübergekonnt. Nein! Ach, Leute. Komm, geh da hoch. Yes, ich bin oben. Da haben wir nur eine böse Eule oder was auch immer das ist. Ups. Hier ist gar nichts. Mo. Das ist ja fies. Ich bräuchte mal irgendwie ein Leben auffüller oder so. Okay, ich weiß, da oben geht mir nicht nochmal hin. Aber ich musste gucken, was da ist. Das ist einfach zu wichtig gewesen. Hätte ja auch was Tolles sein können. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. So. Und wir wollen ja schließlich noch einiges sehen hier vom Level. Beim nächsten Mal klappt es auch mit Sicherheit besser mit dem Greifen. Das ist fies. Was ist denn das für ein Vieh hier? Sieht aus wie eine Eule. Da unten kommt man rein. Ach, Leben wieder, glaube ich. Ah, manchmal sind auch Feinde in den Büschen drin, so wie jetzt. Und da muss man vorsichtig sein. Nehmen wir mal den vorsichtigen Weg. Die sehen aus wie diese, ja, Sporen bei Yoshi's Island. Da, wo Yoshi ganz benebelt von wird. Was haben wir hier? Punkte? Ja, ich weiß, ich muss runterspielen. Aber ich wollte schauen, was da noch ist. Nein, nicht wieder diese böse Eule. Terroreule. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder hoch, ne? Mal schauen, was wir hier so haben. Ich denke mal, das Spiel wäre noch ein bisschen erfolgreicher geworden, wenn es nicht so spät rausgekommen wäre. Es ist wirklich relativ spät rausgekommen. Naja, das mache ich nicht.
Hätte jetzt nicht ganz mit Sonic mitkonkurrieren können, aber ist doch schon ein cooles Game gewesen. Ich habe irgendwas erwischt. Was haben wir denn hier? Nein. Warte mal, wie geht das? Okay, ich muss, glaube ich, die Taste gedrückt halten. Ja. Kann ich das beschleunigen? Oh mein Gott. Ich drücke mit Sicherheit falsch. Hoch. Ich weiß nicht, wo ich hier hätte hin sollt. Was? Bonus! Cool. Was muss ich machen? Nach oben. Ja, stimmt. Ich muss ein bisschen gucken, wie diese Mechanik hier funktioniert. Boah, da komme ich doch nie und nimm mal hin. Das ist auch mega schwierig hier mit dem Timing. Ich kann mich auch nirgendwo zwischendurch festhalten, ne? Ja gut, man muss einfach Glück haben. Ich gucke einfach mal weg und lass irgendwann los. Vielleicht klappt das ja dann. Nein, das klappt auch nicht. Schade. Ist auch ein komisches Bonusspiel. Da. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich hab's geschafft. Sehr nice. Da freue ich mich. Hier muss ich runter. Der Pfeil zeigt nach unten. Aber ich will nochmal gucken, was wir hier so haben. Ich glaube nichts. Die Musik ist auch voll cool hier. Sehr freundlich und fröhlich. Ah, hier zeigt er auch nach unten. Okay, wir gehen ja schon nach unten. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht genau, was es ist. Können wir den irgendwie töten? Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, ich habe es geschafft. Keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Aber okay, Hauptsache, wir haben es hingekriegt. Ich mag das Spiel. Hier komme ich gar nicht weiter. Muss ich doch unten lang? Doch, ich muss unten lang. Ach, hätte ich hier vorher schon lang gekannt? Ich glaube nicht, oder? Ah, hier haben wir wieder diese schöne Drehscheibe. Hilfe, loslassen. Okay, voll die falsche Richtung. Puss! Okay, ich hab's geschafft. Next area, Dark Woods. Sehr schön. Ja, okay. Komm, du kommst doch da hoch gleich, ne? Wusste ich doch. Ich bin hängen geblieben. Das Ding hat mich festgehalten, wie fies. Das ist nicht so nett. Ah, dann geht's auch noch weiter. Ich versuche mal darüber zu kommen. Wir gehen mal lieber oben lang. Ah, oh, da kommt man auch noch hoch. Aber wie? Hier vielleicht? Ja, ich glaube, hier können wir rüber. Nein! So weit können wir nicht springen. Können wir uns da irgendwie festhalten? Können wir den komischen Typ da kaputt machen? Nein! Ich versuch's noch ein paar Mal. Entweder das klappt oder nicht. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Sehr schön. Hier müssen wir oben lang, ne? Die dicken Stämme, die kriegen wir nicht kaputt. Entschuldigung. Halt rum. Warum? Ist auf jeden Fall ein Spiel, was mega Spaß macht. Oh, hier müssen wir einen Baum umhauen. Okay. Auch wieder geguckt hat, sie ist. Hey! Da oben möchte ich auch gerne hin. Aber ich glaube, da kommen wir von hier aus nicht hin. Vielleicht von der anderen Seite gleich. Mal schauen. Nee, hier auch nicht. Nee. Nee, da möchte ich nicht lang. Das können wir auch wieder umhauen. Jetzt könnten wir theoretisch da unten lang. Sollen wir es oder nicht? Ja doch, komm, wir gucken mal. Ich will da nicht irgendwas verpassen.
Das wollte ich nicht. Punkte, okay. Müssen wir wieder den Baum umhauen hier? Nein? Doch, okay. Alles gut, alles gut. Komm her, kleines Tierchen. Neguan. Eidechse, was bist du? Was bist du denn da oben? Achso, du bist wieder diese komische Terror-Eule. Ja, ich muss da oben lang. Schnell wieder runter. Okay. Hier können wir uns wieder drehen. Das machen wir auch mal. Wo auch immer wir dann rauskommen. Niemand weiß es genau. Weil ich es nicht kontrollieren kann. Oh. Oh. Okay, da oben war eine Truhe. Das probiere ich noch ein, zweimal. Ich hätte einfach nach oben greifen müssen. Und das muss man ja auch erstmal wissen, ne? Okay. Jetzt bin ich blöd geflogen. Ha. Jetzt sind wir oben. Da oben könnte man theoretisch auch noch hin. Nicht runterfallen. Oh, ein blauer Stern. Ich weiß nicht, macht da die Leben ganz voll wieder? Kommt man jetzt... Ah, nein! Schwer sehen. Oh nein, was passiert? Alles wird dunkel? Wieso wird alles dunkel? Ich will nicht, dass alles dunkel wird. Alles soll schön freundlich bleiben. Ha, guck mal, wie er da steht. So. Jetzt kann die Sonne ruhig mal wieder rauskommen. Ach, guck, wie schön. Sonne ist wieder da. Was flog denn da wieder vom Himmel? Hier fliegen manchmal Sachen runter. Nein, falsche Richtung. Okay, das ist immer nur ein Bonus, dass man irgendwie hoch ins Ziel fliegen kann. Oh, eine Boss-Area ist coming. Bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich sehe auch noch keinen Boss. Was muss ich machen? Was muss ich hier machen? Da. Oh Mann, ich wurde schon ganz oft getroffen. Okay, da komme ich nicht dran. Oh, das sind zu viele Sterne. Das muss ich nochmal machen, Leute. Ist er kaputt? Nein. Komm, flieg wieder runter. Oh, ich habe beim zweiten Mal einfach zu viel verprasselt. Jetzt? Nein, der wird noch grün. Ach, ich hab's geschafft. Yay. Alles klar, gut. Ging noch. Ich bin in den Himmel geflogen. Nice. Und ich fliege noch viel weiter in den Himmel. Achso, das war's. Clear Bonus. Erste Welt wahrscheinlich geschafft, oder? Wonderful. Okay, wir landen aber wieder auf der Erde. Jetzt müsste die zweite Stage kommen, oder? Round 2, Planet Undertown. Undertow. Oh nein, ich mag doch keine Unterwasserlevel. Hat dir das niemand verraten, Spiel? Ich bleib einfach an Land, solange es geht. Hilfe, hier sind Terrorfische. Wieso sind hier so viele Terrorfische? Gut, die bringen nur Punkte. Da habe ich jetzt keine Lust, die alle kaputt zu machen. Ich bleib mal so weit es geht oben. Ihr wisst, ich mag unter Wasser nicht. Da hat es mich schon erwischt. Aber wir kriegen noch einen Stern wieder. Müsst mich mal kurz kratzen. Ich hab Angst, wann macht er wieder seinen Elektrostoß? Nein, ich will doch oben bleiben!
bist du? Du bist viel zu schnell. Gucken, ob wir hier noch was haben. Irgendwie sieht das hier anders aus, aber da kann man nichts mitmachen. Nein! Ich glaube, hier wäre so ein Controller mit einem Analogsticker nicht verkehrt. Gerade so für die diagonalen Sachen. Haben wir eine Truhe? Ich weiß gar nicht, wie wir hier weiterkommen. Muss ich hier weiter runter? Oder vielleicht komme ich auch da oben raus, wenn das Wasser gerade am Steigen ist. Ja, wahrscheinlich. Muss ich nochmal kurz warten. Am Steigwasser. Ja. Mal schauen, was wir hier haben. Hauptsache, diese schnellen Fischis kommen nicht nochmal. Die fand ich blöd. Oh, jetzt kommen auch noch Zacken hier. Nee, da kann ich nicht hoch. Ich dachte, da könnte ich irgendwie zwischen. Ah, nein, das Wasser sinkt. Da ist dieser schnelle Fischi, den ich meine. Könnten wir wieder einen Stern gebrauchen. Noch habe ich zwei. Und die Terrorfische an Land kommen wieder. Vielleicht gibt ihr mir einen Stern. Nee. Hätte ja sein können. Nee, da ist leider nichts, ne? Wir müssen wieder runter. Direkt auf der Kiste gelandet, okay. Und wir haben wieder volle Sterne. Sehr schön. Was kommt jetzt? Wieder ein Boss? Ich kann nicht weiter. Ich muss hier stehen bleiben. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich denke mal, alle kaputt. Vielleicht komme ich jetzt weiter. Nee, noch nicht. Darf mich einfach noch nicht treffen lassen, wahrscheinlich. Muss sie danach alle kaputt machen? Also ein Endfight ist es jetzt nicht, aber... Vielleicht ein kleiner Zwischengehe, ne? Oh, guck mal, die sitzen noch im Trockenen. Jetzt können wir weiter, sehr schön. Da möchte ich dran. Hallo? Nein! Nein! Egal, nächstes Level geschafft. Yay! Wie viele Minuten haben wir? Wir haben schon einiges, aber ich möchte gerne nochmal weiterschauen. Macht gerade so viel Spaß. Da war eine Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Da komme ich doch im Leben nicht mehr hin. Vielleicht komme ich mit so Blubberblasen dahin. Hilfe! Da, wo waren jetzt die Blubberblasen? Kommt her, Blubberblasen. Ja, war richtig die Theorie, aber ich war zu langsam. Vielleicht muss ich mir eine Treppe damit bauen oder so. Ich muss erstmal irgendeine kriegen. Gar nicht so einfach. Naja, das schaffe ich nicht. Das kostet mich zu viel Nerven. Beziehungsweise möchte ich noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Okay, das Ding mussten wir kaputt machen. Wie kommen wir jetzt weiter? Oder vielleicht muss ich doch was mit den Blubberblasen machen. Oder kommen wir hier unten weiter? Ach, hier unten geht's weiter. Da müssen wir noch ein kaputt. Ah, guck mal. Dadurch, dass wir den kaputt gemacht haben, haben wir rechts die Mauer weggesprengt. Endlich mal ein Mega Drive Shield, wo ein Tierchen nicht unter Wasser sterben kann. Oh, jetzt ist die Mauer wieder zu. Es erstickt nicht. Es schwimmt einfach nur. Ich kann Sonic einfach nicht ertrinken sehen. Ich glaube, ich habe da ein Trauma von. Oh, wo müssen wir jetzt lang? Ach, jetzt ist hier wieder der Boden weggegangen, okay. Hilfe! Ja, ich schwimme genau in dieses spitzdornige Ding da rein. Boah, ich brauche dringend wieder Sterne. Ach, leider nur ein. Ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig Checkpoints in dem Level haben. Ne, hier kam ich ja her, ne? Hier habe ich den ja kaputt gemacht.
Wo muss ich denn hin? Hier unten lang? Was muss ich denn? Ach, hier kommt eine Strömung. Okay. Mal warten, bis die aufhört. Jetzt. Vielleicht hier? Wir warten mal wieder, bis die aufhört. Vielleicht gibt es gleich hier ein Bonusspiel. So, jetzt halten wir uns wieder hier fest. Und warten wieder, bis die aufhört. Düpp, 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 düpp. Okay, kaputt. Das ging gut. Oh. Ach nee, ich hab's nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät. Mist. Ich hab nur noch einen Stern. Oh, und ich kann dich nicht kontrollieren. Ah. Nee, ich will die erstmal kaputt machen, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ja, musste ich auch. Die Wand ging gerade erst auf. Oh, irgendwo ein Stern, bitte. Noch ein Stern. Bitte ein Stern. Was seid ihr denn? Nein, ich bin da oben. Mist, da oben war das Ding. Ja gut, ich habe ja auch noch nicht wirklich Leben verloren, ne? Ich wollte noch ein bisschen was sehen. Wir haben schon so viel Zeit. Komm, einmal spiele ich noch, bis ich kaputt bin. Anstrengen jetzt. Los. Wo war denn das Ding? Hier. Aber netter Checkpoint gesetzt hier, muss ich sagen. Wo ist das Ding? Hier. Nö. Hä? Hier muss irgendwas sein, was die Dinger produziert. Das. Das war doch gerade nicht da, oder? Und drei Sterne. Oh, was fies. Ja, mit dem Diagonalgreifen geht mit dem Pad nicht so gut, muss ich sagen. Aber früher gab es ja auch nichts anderes. Oh nein, da wird wieder eine Strömung kommen. Da sind Stacheln. Ich warte mal. Ich sehe so schlecht, wenn die aufhört. Jetzt wahrscheinlich. Ich muss mich beeilen. Nein. Nein. Schwimmen. Nein. Ah, ich habe es nicht gesehen, Leute. Mist. Jetzt ist er wieder da. Mal wieder warten! Nein! Boah, Leute. Das ist ultra schwer gerade. Wann hört die Strömung auf? Ich sehe es nicht. Ich glaube, die ist auch unterschiedlich schnell. Es gibt, glaube ich, drei Phasen. Manchmal mittel, ganz schnell und ganz wenig. Das Level ist ganz schön lang, oder? Ich würde das gern zu Ende jetzt. Da kommt das Viech wieder raus. So. Diesmal hast du mich nicht getroffen. Ha! Da links haben wir noch was. Was ist dieser Stern immer hier? Den kann ich mitnehmen. Aber ich glaube, der bremst mich. Ich sammle den jetzt nicht nochmal ein. Boah, sind hier viele. Boah, sind hier viele. Wo ist das Übel, wo es rauskommt? Da. So. Da ist das Level zu Ende. Ich will dich noch einmal drehen. Nein. Ach, ich muss festhalten. Ich vergesse es einfach. Scheiße. Ja, wir haben jetzt lange noch aufgenommen. Schade. Ich glaube, das spiele ich mal noch ein bisschen länger irgendwann. Das macht echt Bock. Jetzt würde noch eine Boss-Arena kommen. Aber,
Das soll es erstmal ein bisschen gewesen sein. Das war Rhystar auf dem Sega Mega Drive. Mir hat das Spiel echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann zur nächsten Retro-Fieber-Folge wieder. Bis dahin, ciao!